dich niemand daran hindern konnte. Und dann hast du ihn umgebracht. Du hast ihm die Schuld an Sonnys Tod gegeben. Das habt ihr alle getan. Aber an mich habt ihr dabei nicht gedacht. Ich hab dich ein Dreck interessiert. Was? Conny. Was soll ich denn jetzt machen? Was meinst du, warum er wollte, dass wir im Haus neben euch wohnen? Weil er die ganze Zeit vorgehabt hat, ihn umzubringen. Und du hast auch noch Pate gestanden bei unserem Baby. Du gemeiner, hinterlistiger Mörder. Und wenn du wissen willst, wie viele Männer er außerdem noch umgebracht hat, dann lies die Zeitung, dann weißt du, was dein Mann ist. Dann weißt du es! Oh. Komm her zu mir, Conny. Los, bring sie nach oben. Und ruf einen Arzt. Sie ist hysterisch. Hysterisch. Michael, ist das wahr? Frag mich nicht nach meinen Geschäften. Ist es wahr? Frag mich nicht nach meinen Geschäften. Doch! Hör auf! Also gut. Dieses eine Mal. Dieses eine Mal darfst du mich nach meinen Geschäften fragen. Ist es wahr? Nein. Ich glaube, wir brauchen beide was zu trinken. Ich hole uns was. Thank you.